Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video, in dem ich darüber berichte, wie es so ist als Transmann auf Grindr oder Romeo. Da ich ja bi bin, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich auf Grindr oder Romeo anmelde. Nur habe ich mir gedacht, ich muss sowieso warten, bis Testo its thing getan hat und mich genug vermännlicht hat, so dass ich für mich selber mich wohlfühle und auch andere mich komplett als männlich lesen. Auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht, naja gut, ohne Mastektomie geht das sowieso gar nicht. Also habe ich auch die Mastektomie abgewartet. Dann musste die Mastektomie mal heilen. Dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe so ein fettes Blumenschmetterling-Tattoo auf dem Rücken. Da nimmt mich ja keiner ernst. Das muss zuerst gecovert werden. Also kann ich erst im Jahr 2021 mich anmelden, weil das Tattoo dann erst gecovert ist. Also ich habe es halt ewig vor mir hergeschoben, weil ich auch einfach irgendwo Schiss hatte davor, weil ich von vielen schon Geschichten gehört hatte, dass die Leute halt transphob sind und dass man sich da alles mögliche anhören muss und dass das voll Kacke ist. Außerdem ist die Schwulenszene halt so ein Peniskult und das kann ich halt einfach nicht bieten. Leider. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, die wollen mich sowieso nicht. Die wollen nicht, dass ich auf der App bin. Das ist alles scheiße. Aber ich wollte es halt auch nicht unversucht lassen, das Ganze. Und ja, meine Grundeinstellung war dementsprechend jetzt nicht so positiv. Und deswegen habe ich es auch ziemlich lange vor mir hergeschoben. Ich dachte auch, dass die mich beleidigen werden, dass die mir sagen werden, dass ich mich von der App verpissen soll, weil das eine App für richtige Männer ist. Und als, ja, das halt einfach nur die ganze Zeit ums Trans-Thema gehen wird und einfach es scheiße sein wird. Das war mein Gedanke. Ich habe auch gedacht, mich wird niemals jemand wieder geil finden. Ich werde niemals wieder Sex haben. Ich werde niemals wieder irgendjemanden irgendwie was Sexuelles irgendwie haben, weil mich eh niemand gut findet. Ja, very sad. Aber das war so meine Voraussetzung, also mein Gedanke an das Ganze. Oh boy, I was wrong. Es ist nicht so, Gott sei Dank. Aber es liegt, glaube ich, eh auch komplett daran, dass ich in Wien lebe und Wien halt eine weltoffene Stadt ist, mehr oder weniger. Und am Land schaut es dann halt schon teilweise ein bisschen anders aus. Aber ich greife vor. Auf jeden Fall, ich habe mich dann doch irgendwann mal entschieden, mich anzumelden. Im August war das. Vor 3 Monaten. Ja. Ja, also ich habe mich so angemeldet und ich habe halt ins Geschlechtsidentitätsfeld reingeschrieben, dass ich trans bin, ein Transmann, und habe mir gedacht, es muss reichen, weil ja, wie ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Fan von meiner Transidentität, das ist nicht so nice, deswegen will ich auch nicht das so reinschreiben, so hey, schaut mich an, ich bin trans, yay, nein, eigentlich überhaupt nicht, eigentlich will ich, dass einfach keiner weiß, aber es geht halt nicht, man muss halt, wenn es vor allem um Sex geht, und ich habe halt tatsächlich auch nur Sex gesucht auf den Apps oder tue es immer noch. Da muss man einfach über das Thema sprechen, weil es geht halt einfach um das. Und da kann man nicht drüber reden. Von dem her war das nicht so eine Sache, weil ich wollte nicht drüber reden und habe gewusst, dass ich drüber reden muss dann. Und ja, aber ich war auch fucking horny, also was soll ich tun? Also, ich habe mich angemeldet und wie gesagt, es stand nur im Geschlechtsidentitätsfeld unten und das war halt relativ weit unten. Und Leute lesen das Profil nicht. Das habe ich aber erst später erfahren. Also, ich habe mich angemeldet und dann haben ja so viele Leute geschrieben und ich habe offenbar glücklicherweise den Leuten geantwortet, die tatsächlich auch gelesen haben, dass ich trans bin und es war ihnen einfach egal. Also, ich war richtig perplex. Ich so, was? Es ist den Leuten egal? Der steht auf mich und er ist fucking hot und es ist ihm egal, dass ich trans bin. Ich war so komplett überrascht. Und mir haben so viele Leute geschrieben. Am Anfang ist das halt so, wenn man sich auf Grindr anmeldet, man wird ganz oben angezeigt, ganz Wien sieht dich. Dann kriegt man viele Nachrichten. Und mit vielen meine ich, es waren 70 verschiedene Leute, die mir von 5 Uhr abends bis 9 Uhr am nächsten Tag geschrieben haben. Also, ich so, das ist zu viel. Ich komme nicht hinterher. Was soll ich machen? Und dann habe ich gedacht, ich melde mich jetzt wieder an. Das war meine Bestätigung. Die Leute, mit denen ich geschrieben habe, die waren cool. Und passt.
Gut, ich hatte mit einem tatsächlich was dazwischen. Und es war nicht mal schrecklich. Wahnsinnig, also mein Leben ist gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Holy shit. Das war nice. Ja, dann habe ich mich später dann wieder angemeldet. Und dann wieder, dann haben wir, naja doch, es haben wir schon ziemlich viele dann wieder geschrieben. Aber halt nicht so viele wie am Anfang. Also man kommt, ich bin schon halbwegs ein bisschen zurechtgekommen mit den Nachrichten dann. Und dann hat sich halt nach und nach herausgestellt, dass die Leute einfach das Profil nicht gelesen haben und dass diese 70 Leute, die mir geschrieben haben, halt sich ja 80% nicht das Profil gelesen haben, also nicht weit runter gescrollt haben, sondern vielleicht so die Bio kurz, aber sonst halt nichts. Ja, und dann habe ich gelernt, dass es doch smart wäre, direkt in die erste Zeile reinzuschreiben, dass ich trans bin. Dadurch lesen es halt viel mehr Leute und dann habe ich auch viel weniger Nachrichten bekommen. Was mir allerdings viel lieber war, weil dieses Ablehnen dann, nachdem sie dann drauf kommen, dass ich trans bin, also nicht, also ich habe das davor halt schon immer geklärt gehabt, aber es war halt einfach richtig scheiße. Es war jedes Mal so ein Kick in den Bauch. Ich hasse es, trans zu sein, und wenn mich dann Leute noch aus diesem Grund ablehnen, das ist einfach kacke. Dann hasse ich das noch mehr. Weil so, nur wegen dem, wieso kann ich nicht einfach cis sein? Immer dieses, ja, und es gab eben so Höhen und Tiefen natürlich und es kommt eben total auf den Standard auch drauf an, wo man sich befindet. Ich war einmal für ein paar Tage am Land auf Urlaub und dort haben sie sich halt gar nicht ausgekannt. Also die wussten nicht, was ein Transmann ist. Die meisten haben geglaubt, ich bin männlich geboren und mache die Transition zu einer Frau. Und ich so, nein, Mann, andersrum. Ja, aber transphob war halt keiner, außer ein einziger. Dem hat es aber nachher wieder leid getan. Transphob war es auch nicht. Es war eher so ein, er hat gesagt, nachdem ich, jo, der Typ war Jungfrau, hat er mir dann gesagt. Und ich habe mir gedacht so, ja, aber dann wird das nichts. Ich habe genau gewusst, das wird einfach fucking awkward. Der hat auch wieder nicht gelesen, dass ich trans bin. Hat dann aber gemeint, okay, ja, er wird es schon ausprobieren und so. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist der Blödsinn. Das ist einfach so ein awkwardes Irgendwas. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock, weil er wird mit sich selber genug beschäftigt sein, weil er halt gerade sein erstes Mal hat. Dann, außerdem war er auch, ja, ist ja wurscht, zu viele Details. Dann hat er halt gemeint, ich soll mich operieren gehen, weil wer braucht schon einen Mann mit einer Pussy? Und dann habe ich ihn mal aufgeklärt, dass das halt nicht so einfach geht, weil, ne, wissen wir ja schon, viele Komplikationen, kein Gefühl, also schon ein Gefühl, aber kein geiles Gefühl, etc., etc. Geht nicht. Und danach tat es ihm halt eh halbwegs leid. Aber sonst gab es halt keinen einzigen transphoben Kommentar. Und ich bin seit 3 Monaten relativ aktiv auf Grindr und Romeo unterwegs. Also nicht schlecht. Die Reaktionen, mittlerweile geht's eh, weil ich es halt ziemlich weit oben im Profil stehen habe und die Leute es dann schon eher lesen, sind halt, wenn sie es dann nicht gelesen haben, dass sie entweder einmal nicht mehr zurückschreiben oder dann halt so die Frage kommt, ja, was hast du denn da unten und sowas, aber es ist halt so, es geht halt um Sex, ist halt normal. Es ist meiner Meinung nach, es ist schon, ich verstehe halt die Neugierde, aber wenn es um Sex geht, ist okay, aber wenn jetzt, keine Ahnung, ich bei der Arbeit bin und das so die Frage kommt, wäre es halt nicht okay, meiner Meinung nach. Ist auch noch nicht gekommen in der Arbeit, aber das unterscheide ich halt so. Ja. Ja, und sonst die Reaktionen sind, sie antworten einfach nicht mehr, sie blockieren mich, oder sie schreiben halt, dass nichts für sie ist, oder man schreibt noch ein bisschen weiter und das Gespräch verblasst dann irgendwann einmal, weil sie eigentlich doch keinen Bock drauf haben. Aber das ist alles okay. Ich meine, Leute finden halt Dinge geil und andere nicht. Also ich meine, was soll ich sagen? Ich stehe halt jetzt nicht auf 80-Jährige. Da stehen halt andere nicht auf einen Mann mit einer Vagina. Ich meine, ja, so ist es halt. Das ist auch nicht transphob. Das ist einfach, die Leute können einfach nichts dafür. Sie mögen halt einfach, was sie mögen. Und man muss genau dieses Mindset haben, weil sonst wird man, es bringt doch nichts, warum sollte man ein anderes Mindset haben? Warum sollte man dann irgendwie wütend auf die Person sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Das Einzige ist halt, dass die Leute ziemlich ahnungslos sind und wie ich vorher schon gesagt habe, teilweise nicht wissen, was ein Transmann ist oder was überhaupt trans ist. Und man muss dann schon teilweise, man also muss nicht, man muss gar nichts, aber ich mache es tatsächlich ab und zu, wenn ich halt Bock drauf habe, so eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich denke mir halt, ich bin geistig dafür in der Lage oder psychisch oder ich bin stark genug, das zu machen. Für andere, die es nicht können. Und ich habe da schon so vorgeschriebene Texte, die ich dann einfach so einfüge. Das ist ein Transmann. Aus diesem Grund habe ich die OP noch nicht, weil Komplikationen und so weiter, habe ich ja vorher schon gesagt. Ich denke mir halt, vielleicht kann ich die Welt dadurch so ein klein wenig besser machen, weil wenn der eine Cis-Typ das jetzt versteht, dann kann es sogar sein, dass er das irgendeinem Freund erzählt und der versteht auch auf einmal die Existenz von Transpersonen und warum wir das machen müssen und warum es eigentlich, was es überhaupt bedeutet, weil wenn Leute Dinge verstehen, dann finden sie sie auch weniger komisch und finden sie und unterstützen sie auch mehr. Deswegen bringt es auch nichts, kommt natürlich immer darauf an, wie die Person fragt. Also wenn es die Person so richtig unhöflich fragt, dann muss man überhaupt nichts erklären. Dann kann die Person einfach scheißen gehen. Aber wenn es einfach eine nette Unterhaltung ist, dann bringt es auch nichts, finde ich, dann wütend zu sein, dass die Person das nicht weiß, sondern man muss es halt einfach erklären. Man, die kriegen halt ihr Wissen von den Medien und die Medien eh schon wissen, die schreiben das nicht immer so gut hin. Und dann ist es doch besser, dass ich ihnen das erkläre. Und zum Selbstwertgefühl, diese Apps haben mir tatsächlich mein Selbstwertgefühl extrem gestärkt. Ich habe einfach ein riesen Ego bekommen, weil ich so viele Komplimente bekomme und das und so viele Leute, was sie mir wollen. Und das ist einfach so geil. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und es hat mir auch extrem geholfen, mich mit meiner Transidentität mehr zurecht zu finden. Ich konnte ja früher so überhaupt nicht drüber reden. Und wollte auch nicht drüber reden und bin eigentlich komplett fertig gewesen immer. Und mittlerweile geht's halt schon, dass ich drüber reden kann halt. Und ja, es hat, also Gott sei Dank gibt es diese Apps. Also für andere ist vielleicht, habe ich schon öfter gehört, dass die das Selbstwertgefühl halt tatsächlich dämpfen. Aber bei mir ist einfach komplett das Gegenteil. Ja. Bisher konnte ich so ein paar Typen oder Kategorien von Männern feststellen, die dort so unterwegs sind und die mir dann auch schreiben. Weil ich schreibe fast niemanden, weil ich halt nicht riskieren will, dass die Person mir dann antwortet und eigentlich keinen Bock auf eine Transperson hat. Ja, außerdem, wir schreiben eh genügend Leute. Ich muss niemanden schreiben. Oh, das ist so viel zu meinem Ego. Es ist wirklich, also wenn das noch mehr steigt, dann ist jetzt so richtig unangenehm. auf jeden Fall. Es gibt halt die Chaser, also die Leute, die Transpersonen als Fetisch sehen. Das finde ich nicht per se schlecht, weil ich sowieso nur auf Sex aus bin und keine Beziehung möchte. Also geil, wenn die das geil finden. Aber es Sie können, es gibt halt welche, die einfach normal sind und das geil finden, und es gibt welche, die auch ziemlich die ganze Zeit drüber reden müssen und einen nur auf das reduzieren und halt dann, was weiß ich, auch überhaupt nicht verstehen, dass man dann vielleicht nicht im kleinsten Detail erzählen will, was die Person jetzt mit meinem Intimbereich macht, weil ich da einfach, es gibt halt schon Dinge, über die ich einfach nicht gerne reden möchte. Und ja, und dann gibt es andere, denen kann man das dann sagen und so, dass das halt unangenehm ist und dass man das nicht möchte. Und die verstehen das dann auch. Und ja, also man kann natürlich nicht alle jetzt in gewisse Kategorien so komplett einteilen, aber so gewisse Richtungen kann man schon feststellen. Und diese Fetischisten kann man dann auch relativ schnell, also man merkt sie relativ schnell, wenn sie einen fetischieren. Dann gibt es die Männer, denen es einfach egal ist. Die sind übrigens auch nicht immer bi. Es gibt genügend schwule Männer, die auch Transmänner gut finden. Und das ist nice. Das ist so eine, ich glaube, mir gefallen diese Apps auch so, weil sie mich durchgehend so richtig hart validieren. Es könnte immer sein, hey Süßer oder na du Hübscher.
Und ich sage, ja, ich bin hübsch und ich bin männlich. Und natürlich sind mir die Männer, denen es einfach egal ist, am liebsten, weil das dann einfach eine normale Konversation ist und das gesamte danach auch ziemlich normal ist und nicht irgendwie so ein, man sich nicht, ich mich einfach nicht komisch, seltsam fühle und speziell und ich fühle mich ja nicht speziell, ich will einfach nur wie ein normaler Typ behandelt werden und nicht irgendwie als, ja, komisches irgendwas. Danke. Und dann gibt es auch noch die Typen, die es einfach mal probieren wollen, wie es ist, mit einem Transmann was zu haben. Und das ist halt immer so eine Sache, weil da muss man halt vorher schon klarstellen, ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie das gut finden. Weil wenn man dann währenddessen draufkommt, dass es doch nicht so geil ist, was ja legitim ist, wie gesagt, jeder findet geil, was er geil findet. Aber ich fühle mich trotzdem scheiße, weil dann ist es wieder dasselbe so. Er findet sich gut, nur weil ich trans bin. Warum muss ich trans sein? Ich hasse es, trans zu sein. Und dann geht es mir ziemlich scheiße danach. Und deswegen kann man auch vorher schon das ziemlich abklären und halt sagen, ja, bist du dir sicher? Schau dir vielleicht mal ein Porno an. Schau, du bist dir immer noch sicher. Und dann kann man das schon herausfinden. Und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Tipps, die ich gerne gehört hätte, bevor ich mich angemeldet habe. Ich habe mich zwar schon ein bisschen schlau gemacht im Internet, aber es gab halt nie so komplett spezifische Tipps, vor allem nicht für Transpersonen, weil einfach so wenige Transmänner darüber reden, wie es ist auf Grindr oder Romeo. Warum auch immer. Man braucht mehr Info. Ich finde Romeo übrigens viel, viel besser als Grindr, weil man einfach viel mehr Leute sehen kann. Bei Grindr sieht man immer noch die gleichen Leute, die im gleichen Umfeld sind. Und das verändert sich halt nicht so. Und bei Romeo kann man ja einfach auch Leute aus Niederösterreich oder sowas sehen, obwohl ich in Wien wohne. Und somit schreiben auch einfach mehr Leute, was viel besser ist. Außerdem gibt es eine ziemlich coole Web-Applikation. Erstmal noch ein bisschen Werbung machen. Not sponsored, by the way. Und es gibt Gruppen, in die man reingehen kann. Allerdings nur in der Web-Applikation halt. Um dort auch noch Gleichgesinnte zu finden, was ziemlich cool ist. Man kann auch viel besser filtern. Bei Grindr kann man halt nur, wenn man bezahlt, besser filtern und auch nicht so viel besser irgendwie. Und es steht meistens auch mehr in den Profilen drinnen als bei Grindr. Der nächste Tipp ist, man sollte auf jeden Fall im Chat dann nochmal nachfragen, ob die andere Person wirklich gelesen hat, dass man ein Transmann ist, weil sonst, also man spart sich einfach die Zeit, weil und diesen Kick in den Bauch, wenn man sich dann denkt, ja, der ist so super, das wird richtig toll. Und dann fragt man halt relativ spät und der andere ist so, ach so, sorry, ist nichts für mich. Und dann ist man einfach sad und deswegen ist es angenehm und besser, wenn man es relativ früh in der Konversation halt auch gleich anspricht. Und man muss eben drauf gefasst sein, vor allem auch wenn man, na gut, wenn man nur nach Freunden sucht, theoretisch, das geht, gibt's ja auch, dann muss man ja nicht drüber reden, weil wenn man jetzt mit jemandem befreundet ist, dann kann man es schon mal erzählen, natürlich. Aber eigentlich geht die Person nichts an, weil die Person halt nie mit dem Geschlechtsorgan interagieren wird. Aber sobald es halt um Dating oder Sex geht, ja, da muss man das halt besprechen. Also darauf muss man auf jeden Fall vorbereitet sein, dass diese Fragen kommen werden und dass die Fragen auch relativ unbeholfen natürlich sind, weil sie einfach nicht geübt sind, mit Transpersonen zu sprechen. Also man braucht so ein semi-dickes Fell, würde ich mal sagen, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Wie gesagt, das liegt sicher daran, dass ich in Wien wohne und die Leute in Österreich allgemein einfach labernd sind. Also da wird es an anderen Orten und Städten vielleicht komplett anders ausschauen. Und wie gesagt, es reicht auch nicht zu sagen, dass man ein Transmann ist. Man muss teilweise im Zweifel dann auch klarstellen, so, ich habe übrigens keinen Penis, weil, ja, einmal ist tatsächlich aufgetreten, ich habe zwar geklärt, ich bin ein Transmann, bla, der andere gemeint, kein Problem, sein Ex war auch ein Transmann und ich so, ja, passt, das ist easy. Dann war ich dort, ja, also er hatte seine Ex, by the way, misgendert, weil seine Ex war eine Transfrau und ja, also er hat geglaubt, ich wäre eine Transfrau und dementsprechend war das dann auch sehr awkward, weil er gemeint hat, was halt absolut, der macht das Konzept Trans nicht verstanden, weil wieso sollte ich mich so präsentieren, wenn ich eine Transfrau bin? Transfrauen präsentieren sich so. Aber eben, Konzept Trans nicht verstanden, obwohl seine Ex-Freundin eine Transfrau war.
What the hell? Also ja, das Treffen war awkward. Von dem her bitte klarstellen, einfach alles besprechen. Es ist viel besser auch besprechen, was man mag, was man nicht mag und so weiter. Das kann man auch in ein nettes Sexting irgendwie vielleicht noch einpacken. Das kann sogar recht nice sein. Und umso besser ist es dann nachher, ohne dass es so ein komisches Irgendwas wird. Und gut, ja, meine ersten Treffen waren einfach ein komisches Irgendwas, weil ich einfach sehr noch mit mir selber am Hadern war und kein Ego hatte und das Ganze noch und Dysphoria und alles. Und ich immer nur so ein, ja, man kennt es. Mittlerweile ist es viel besser und man lernt. Es wird dann im Chat auch immer nach XXX-Picks gefragt. Das ist gang und gäbe und Standard auf Romeo und Grindr. Und man muss aber natürlich auch, wenn man nach Sex sucht und ausschließlich nach Sex, muss man keine Nacktbilder verschicken. Und wenn jemand versucht, das einzureden, dann kann diese Person scheißen gehen. Man kann natürlich auch anders noch freizügigere Fotos machen. Man kann zum Beispiel ein Handtuch hinhalten oder, keine Ahnung, vielleicht ein Arschbild, irgend sowas. Aber wenn man muss einfach keine kompletten Nacktbilder verschicken. Man kann sich auch so treffen. Ich spreche aus Erfahrung. Also lasst euch das nicht einreden. Außer ihr wollt unbedingt Nacktbilder verschicken, dann macht es. Ja, man sollte natürlich nicht den richtigen Namen verwenden, damit man ein bisschen Anonymität genießt im Internet. Und eigentlich, aber come on, das ist halt kacke, sollte man natürlich sein Gesicht auch nicht zeigen im Profil, um anonym zu sein, bla, mache ich nicht, ist mir zu blöd, ich will, dass die Leute mich sehen und mich anschreiben, ist natürlich dumm, ist natürlich auch in Wien dumm und deswegen muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie man das handhabt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, am besten, am meisten Leute schreiben einen an, wenn man das Gesicht und ein oberkörperfreies Bild als Profilbild hat, in dem man noch die Muskeln anspannt. Dann schreiben einfach ganz viele Leute, sodass man gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, jeder muss halt für sich selber wissen, wie man es macht. Es gibt halt auch viele, die nur den Oberkörper drin haben, wo man das Gesicht dann nicht sieht, aber dafür halt den trainierten Oberkörper, damit sie anonymer sind. Und muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie er da YOLOen will oder nicht. Ich bin mehr auf der YOLO-Seite. Bei Romeo würde ich empfehlen, als Orientierung nicht trans anzugeben. Erstens finde ich das bescheuert, weil ich bin ja nicht, ich suche ja nicht nach Transpersonen. Also nein, ich habe nicht die sexuelle Orientierung trans. Ich bin bi, weil man kann bei Orientierung gay, bi oder trans eingeben. Und das finde ich richtig bescheuert. Aber, und ich habe es auch nicht, weil die Leute, also die Chaser, die suchen dann natürlich nach dem. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe nichts generell gegen Chaser, aber die meisten sind halt relativ anstrengend. Und deswegen will ich es halt nicht provozieren, dass die mir dann schreiben. Deswegen habe ich mich dort einfach als Bi angegeben und einfach in der Kurzbeschreibung in der zweiten Zeile, weil in der ersten Zeile wird man es wieder direkt sehen. So muss man das Profil aufmachen und reinschauen. Halt drin stehen, dass ich ein Transmann bin. Und auch nicht nur FTM, Transman, sondern I am a, damit das einfach, weil es gab schon Leute, die geglaubt haben, ich suche nach einem Transmann, weil, ja, okay, Passing Privilege, aber weil die Leute halt nicht sehen, dass ich trans bin, was egal ist, Gott sei Dank, das ist genau das, was ich haben wollte. Und ich wollte gerade sagen, aber es ist halt auch ein bisschen Pech, aber nein, es ist überhaupt kein Pech, es ist einfach durchgehend nice. Aber ja, sie überlesen es dementsprechend und dann sind sie immer überrascht. Was? Habe ich gar nicht gesehen. Ich sage, ja, blöd, ne? Kannst du einfach lesen. Jetzt nur ein bisschen runterscrollen müssen. Es steht da. Es steht in der zweiten Zeile, mein Freund. Ja, das nächste sollte eigentlich relativ klar sein. Man sollte natürlich nicht die Social Media Accounts verlinken, weil man sonst wieder diese wenige Anonymität, die man noch hat, aufgibt. Und die Leute, wenn man sie dann dort blockiert, dann halt weiter auf Instagram schreiben und was weiß ich was. Habe ich gehört, ist mir noch nicht passiert, aber ich habe auch die Dings Social Media Accounts nicht verlinkt. Und natürlich die Handynummer und die Social Media Accounts halt erst rausgeben, wenn man schon länger mit der Person geschrieben hat, damit man da, ja, mit Handynummern kann man auch irgendeinen Scheiß halt aufführen. Und das ist ja auch schon einmal passiert, da hat einer gemeint, ja, er würde jetzt gerne die Handynummer haben, weil er halt nicht hier schreiben möchte. Und ich habe
Ja, ich habe halt gedacht, der ist hübsch, let's go. Und dann hat er einfach nicht geschrieben und es ist einfach nichts mehr gekommen. Ich so, was macht er jetzt mit meiner Handynummer? Also ja, das lieber nicht machen. Es gibt leider auch Scams, also dass man zu einer Adresse hinbestellt wird und dann ist dort einfach keiner. Oder in meinem Fall, man wird hinbestellt, man schreibt, man ist da, die Tür geht auf und man geht in den fünften Stock rauf und dann macht die Person nicht auf und blockiert nicht. Great, fühlt man sich richtig geil danach. Aber man muss halt vorbereitet sein. Also tatsächlich, das Trans-Thema ist gar nicht so schlimm. Es sind eher die Leute teilweise schon ziemliche Arschlöcher. Gar nicht auf Trans bezogen, sondern auf Menschen bezogen. Also man wird auch durchgehend versetzt. Die Leute kommen nicht, die Leute antworten auf einmal nicht mehr. Sie sind richtig hyped auf das Treffen und dann melden sie sich aber nicht mehr, obwohl man was ausgemacht hat. Ja, also da muss man muss einfach davon ausgehen, dass das Treffen gar nicht stattfindet. Dann kann man nicht enttäuscht werden. Ich wurde ja schon x-mal versetzt und am Anfang hat mich das auch ziemlich verletzt, aber offenbar, ich habe da auch schon mit wem drüber gesprochen, der hat halt gemeint, dass Leute gerne mal schreiben und das mal geil finden, das Schreiben, aber dann halt nicht die Eier haben, das durchzuziehen. Und dass man da eigentlich gar nicht mal mad sein soll auf sich selber oder sad oder sonstiges, sondern dass das einfach irgendwelche Weicher sind. Und oder Leute, die aber nicht Ärger haben eben. Und dann ist das nicht mein Problem. Mittlerweile, es ärgert mich natürlich schon noch, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Ein Tipp vielleicht, man könnte so 2 Stunden vor einem Treffen der Person halt nochmal schreiben, ob das Treffen eh noch steht, weil dann provoziert man halt eine Absage, falls die Person nicht kommen kann. Dann weiß man es aber zumindest 2 Stunden vorher schon und bereitet sich halt nicht unnötig vor. oder die Person antwortet nicht und dann weiß man dann auch direkt Bescheid, dass das nichts wird. Ja, und der letzte Tipp, ein allgemeiner vielleicht so, auf Romeo werden nach einer Woche die Chats gelöscht. Das heißt, wenn man einer Person geschrieben hat und dann eine Woche nicht mehr geschrieben hat, dann ist die Person auch einfach weg. Also vielleicht die Person dann als Kontakt speichern oder sowas. Das war ein bisschen nervig, wie ich das nicht gewusst habe am Anfang. Ist natürlich cool, wenn die Dinger dann wieder gelöscht werden, dann ist auch wieder weg. Man kann auch Nachrichten und Bilder löschen auf Romeo übrigens im Chat. Alle weiteren Tipps, die so relativ allgemein gehalten sind, kann man sonst eh auch auf YouTube finden. Ja, als Fazit, es ist alles gar nicht so schlimm, wenn man in Wien wohnt. Ich bin absolut froh und glücklich, dass meine Erwartungen an diese Apps, dass ich mich komplett geirrt habe und ich tatsächlich ein ziemlich normales Sexleben haben kann, ohne dass ich durchgehend gehatet werde. Und das ist cool. Und wie gesagt, mein Ego ist over 9000. Somit danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.